die wollte ich Ihnen gerne nochmal zeigen, weil dieses arme Wesen hat so eine besondere Geschichte. Es ist eine Begonie, eine Zimmerbegonie. Und ich habe sie irgendwann in den 80er Jahren gekriegt, also ich habe sie über 30 Jahre. Und was mich fasziniert an diesem Pflänzchen ist, sie macht seit Jahren eigentlich keine Blüten mehr. Und auch die Blättchen, wenn Sie mal schauen, ist nicht sehr üppig. Die muss Prioritäten setzen, die Pflanze. Und das bedeutet für diese Pflanze, dass sie die Priorität darin setzt, dass sie immer wieder Ableger macht. Und das finde ich absolut faszinierend. Eine Pflanze, die kaum Feuchtigkeit bekommt, die gar keine Nährstoffe bekommt, hier in meinem Büro verdümpelt sozusagen, hat wieder zwei neue Ableger gemacht und beginnt sich zu erneuern. Und das finde ich einfach faszinierend, wie so eine Pflanze das dann schafft, an der Stelle Prioritäten zu setzen. Also dann lieber auf ein Blatt verzichtet oder auf eine Blüte verzichtet, aber tatsächlich immer wieder sich neu hervorbringt. Ich glaube, dass ich keinen grünen Daumen habe. Ich bin zwar die Tochter eines Gärtners, aber ich habe wahrscheinlich wirklich keinen grünen Daumen. Und es hat auch eben viel damit zu tun, dass ich nirgendwo richtig zu Hause bin. Also so eine Zimmerpflanze ist ja ein Teil der eigenen Lebensumgebung. Und mein Leben sieht seit 14 Jahren halt so aus, dass ich einmal zwischen Lüneburg und Berlin hin und her pendel, aber dann auch viel unterwegs bin. Das ist ja häufig so, dass am Wochenende oder dann Donnerstag, Freitag Kongresse sind, ich dann wirklich nur am Sonntag mal eben kurz hier bin. Ich vergesse es. Also ich bin zuständig für das Fachgebiet Umweltplanung an der Leuphana Universität in Lüneburg. Habe hier an der Technischen Universität in Berlin Landschaftsplanung studiert und hier auch promoviert und habilitiert, lange Zeit auch in der Lehre gearbeitet und bin seit 1999 dort Professorin, zunächst im Fachbereich Umweltwissenschaften und dann jetzt in der Fakultät Nachhaltigkeit. Also ich meine, Lüneburg hat tatsächlich den Sprung geschafft, was ganz Innovatives zu machen und Nachhaltigkeitswissenschaften in Lehre und Forschung zu etablieren. Ich war wie alle jungen Frauen von der Schule kommen völlig hilflos. Was will ich denn gerne machen, was ich immer machen wollte? Ich wollte Journalistin werden und habe dann angefangen, Germanistik zu studieren. Und zwar nicht auf Lehramt, sondern auf Magister und Publizistik, mit Publizistik zu ergänzen. Und hatte dann irgendwann das Gefühl, naja, ist ja toll, wenn man so lernt, wie man recherchiert und welche Techniken es gibt. Aber wenn man von nichts was versteht, ist ja auch komisch, ne? Und dann gab es damals eben die Anti-Atomkraft-Bewegung, die Umweltbewegung, in der ich engagiert war. Es waren Umweltthemen, die mich sehr interessiert haben. Und dann dachte ich, okay, also Journalistin werden ist eine tolle Sache, aber ich muss erst mal wissen, worüber ich dann eigentlich ganz gerne schreiben will. Als ich Landschaftsplanung studiert habe, bin ich Taxi gefahren. Ich habe einen Taxischein gemacht vorher und bin hier in Berlin nachts gefahren. Erstmal konnte man da viel mehr verdienen, weil man schneller durch die Stadt kam. Und zum anderen konnte ich das gut mit dem Studium vereinbaren. Also ich bin dann immer freitags, samstags, sonntags nachts gefahren und den Rest der Woche habe ich studiert. Und auf die Weise habe ich mich die erste Zeit dann auch durchgeschlagen und habe dann aber eben diesen Tutorenjob bekommen. Also ich bin dann Tutorin geworden und konnte mit dem, was ich fürs Studium machte, dann auch Geld verdienen. Und das war natürlich großartig. Ich bin auch immer belächelt worden, weil auch als ich Professorin war in Lüneburg, habe ich die ersten zwei Jahre noch, die ersten zwei Zyklen noch den Taxischein verlängert. Das war mir sowas wie, das ist meine Sicherheit, das möchte ich immer noch haben, falls ich mal aussteigen will. Ja? Und dann haben die alle gesagt, du spinnst, ja, du verlängerst den Taxischein, obwohl du berufen worden bist auf eine unbefristete Professur. Ja, dann habe ich es auch wirklich aufgegeben irgendwann, weil das war dann auch zu rein organisatorisch. Man musste an einem Werktag in Berlin sein können, um zu diesen Büros zu gehen, um den Taxischein zu verlängern. Ich brauche ihn auch, glaube ich, nicht mehr. Also ich habe dann angefangen, Feuer zu fangen. Was dann auch bedeutete, dass ich mit Abschluss des Studiums, mit dem Schreiben der Diplomarbeit, so viele Fragen im Kopf hatte, die ich weitermachen musste. Ja, es ging eigentlich gar nicht so sehr darum, dann auch wirklich zu promovieren, im Sinne von, man möchte gerne diesen Titel haben, sondern mir ging es einfach darum, bestimmte Fragen zu klären. Wir haben damals dann eine Kommilitonin und ich ein Projekt beantragt, mithilfe eines Professors beim Umweltbundesamt. Ganz langes Antragsverfahren.
Es war schwierig, diese Idee. Es ging um die Stoff- und Energiebilanz, mit denen ich dann ja auch wirklich promoviert habe. Und am Ende hatte ich so viel Material, ich wusste, ich musste damit weitermachen. Also wir hatten das Material gesammelt, aber kaum noch Zeit, es auszuwerten. Und dann war klar, ich möchte gern daraus nochmal auch eine Arbeit, eine wissenschaftliche Arbeit machen. Dafür braucht man eine Finanzierung. Eine Finanzierung bekommt man dann, wenn man die wissenschaftliche Arbeit eine Promotion nennt, eine Dissertationsschrift nennt. Und so bin ich dann auf diesen Weg gekommen. Also mehr aus, als wirklich aus Neugierde, was mein Thema angeht. Das gebe ich, versuche ich auch den Studierenden weiterzugeben, weil viele kommen ja doch und sagen, naja, also wenn ich jetzt dieses oder jenes Thema wähle für die Diplomarbeit oder für die Bachelor- oder Masterarbeit, wer nimmt mich denn dann? Ja, wo komme ich damit hin? Und dann sage ich mal, komm, denk nicht drüber nach. Das ist sowieso in einem Bereich wie Umweltwissenschaften so unklar, wo die Leute, also weil es so vielfältig ist, ne, wo die Leute dann auch tatsächlich bleiben. Sich da strategisch zu verhalten, ist einfach furchtbar riskant. Ich denke immer, der risikoärmste Weg ist der, dass die Leute dann eben auch ihren Interessen nachgehen. Also gerade bei einer DIS, ne, 3 Jahre was anderes zu tun als das, was ich unbedingt tun will, geht gar nicht. Es geht vielleicht nochmal für eine Bachelorarbeit, wo es was dann so ein kleines Päckchen ist, wie eine Hausarbeit, die man schreibt im Studium. Aber das geht nicht mehr, wenn es größere und eigenständige Forschungsprozesse sind. Dann muss das von innen kommen. Sonst funktioniert es nicht. Ja, ich bereue das natürlich sehr, dass ich keine Kinder bekommen habe, sondern mich dann eben für den Weg der Qualifizierung entschieden habe, weil ich tatsächlich nicht gesehen habe, wie ich es gut vereinbaren kann. Also es fing damit an, ich hatte ja erzählt, wir haben dann nach dem Studium eine Freundin und Kommilitonin und ich gemeinsam eine Forschungsidee entwickelt und daraus ein Projekt geschnitten, was wir dann beantragt haben. In dieser Zeit war ich schwanger. Und habe mich ganz lange getragen mit der Frage, ja, wie soll ich das machen? Ja, erstmal wäre das Projekt genauso lange gewesen wie die Schwangerschaft, nämlich genau 9 Monate. Und ich hätte in Mutterschutz gehen müssen, zu der Zeit, wo wir eigentlich den Abschlussbericht hätten schreiben müssen. Und zum anderen war es schlicht und einfach so, dass die Technische Universität Berlin gesagt hat, und das war nicht die einzige, sondern alle Universitäten haben das gesagt, wer jetzt auf einer zeitlich befristeten Stelle eingestellt wird, muss unterschreiben, dass sie nicht schwanger ist. Also ich hätte sozusagen im Personalbüro dann lügen müssen, weil ich war zu der Zeit schwanger, wo ich eingestellt worden bin. Und auch das war natürlich eine Situation, wo ich dachte, ja, okay, dann musst du dich wohl entscheiden. Aber ich habe eben dann meine Schwangerschaft unterbrochen, was ich nicht ganz einfach fand, was aber eben auch bedingt war, ich hatte keine feste Stelle und ich konnte nicht damit rechnen, dass ich das Kind, was ich zur Welt bringe, auch tatsächlich ernähren kann. Ich hatte gerade mal für 9 Monate die erste Forschungsstelle in meinem Leben und ich wusste, dass ich mit diesem Thema eigentlich auch dann was machen möchte. Ja, im Nachhinein habe ich es ganz, ganz häufig bereut und gedacht, ich hätte es anders machen sollen. Aber zu der Zeit stellte sich diese Frage doch sehr eindeutig dar. Also du musst dich entscheiden, entweder oder. Naja, ich will gar nicht mal sagen, dass es sehr viel schwieriger war. Vielleicht waren wir auch einfach weniger mutig als die jungen Frauen heute. Wir hatten noch Qualifizierungsstellen, ne? 5 Jahre für eine Promotion ist ja nun schon mal wirklich sehr, sehr komfortabel. Haben die heute in der Regel nicht, sondern diese Drittmittelprojekte, wo sie sich von einem zum nächsten bewegen müssen. Und sie tun es ja trotzdem. Also wir haben gerade in der Umweltplanung jetzt 4-mal Nachwuchs bekommen, was fantastisch ist. Ja? Einen jungen Vater und drei junge Mütter in der Arbeitsgruppe zu haben. Und das macht total Spaß. Das ist wirklich wunderschön. Na, weil die kommen ja dann mit ihren Kindern, also auch mit ihren, das sind in 2 Fällen schon die zweiten, auch mit ihren größeren Kindern und mit den kleinen Babys und dann ist da ein riesen Zirkus auf diesem Flur im Gebäude 11. Also
kommen Sie mal vorbei. Irgendjemand hat mit Sicherheit Kuchen gebacken und die Kinder rennen den ganzen Flur hin und her und amüsieren sich wie Bolle. Ich muss mich immer bei meinen Kollegen entschuldigen, weil es ist dann nicht besonders ruhig. Es macht einfach Spaß und es macht eben auch großen Spaß zu sehen, wie bei der einen jungen Wissenschaftlerin, wo ich sagte, da kam das zweite Kind mit dem Ruf zeitgleich. Und das erste Kind kam mit dem Antrag für die Nachwuchsgruppe, den sie selber gestellt hat, selber geleitet hat, auch zeitgleich, ja, wo ich dann wirklich beeindruckt bin und denke, wow, wie die das schafft und wie die das macht. Also in allen Fällen sind auch wirklich absolut fitte Väter dabei, die eine wichtige Rolle spielen. Wo ich sagen würde, das ist eine wesentliche Entlastung dann auch, wenn man es wirklich zu zweit macht. Und zum anderen würde ich meinen, dadurch, dass die lernen, sich zu strukturieren, wie das Leute, die keine Kinder haben, wahrscheinlich nie erreichen. Also inzwischen bin ich sogar so weit, wenn sich bei mir jemand bewirbt und die sagt, ich bin Mutter eines kleinen Kindes, dann sage ich, herzlich willkommen, super. Weil ich weiß genau, die Frau, die bringt's.